Seid gegrüßt, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn ich bin auf der Insel Runde in Norwegen angekommen, um die Puffins, die Papageientaucher, zu fotografieren. Hi, mein Name ist Lukas, ich bin Landschaftsfotograf und lebe in meinem Campervan. Zurzeit bereise ich Europa und ja, mal schauen, was mich noch so in den nächsten Jahren hin verschlägt. Ja, heute haben wir den 15. Mai und ich bin schon seit fast 2 Wochen in Norwegen. Und warte seit ungefähr einer Woche drauf, dass ich hier endlich perfekte Wetterbedingungen habe für die Papageientaucher. Die letzten 6 Tage hat es einfach nur durchgeregnet und ich habe hier kurz vor der Inselrunde einfach abgewartet. Ja, irgendwie gehört es auch ein bisschen dazu für mich jetzt, auf gutes Wetter zu warten. Ich meine, ich habe die Zeit und dann nehme ich sie mir auch. Und ich glaube, so ist es halt immer mit der Fotografie. Man muss ein bisschen geduldig sein, aber oftmals zahlt es sich aus. Naja, ihr seht, das Wetter ist heute endlich besser, die Sonne blendet mich und ich erkunde das erste Mal die Insel. Ist auch relativ windstill, die letzten Tage war es sehr, sehr windig und ja, freue mich schon. Also es ist ca. 1 Stunde Fußweg jetzt hier von meinem Stellplatz bis zu dem Spot, wo die Puffins sind. Die sind tatsächlich nur auf einer kleinen Klippe hier auf der gesamten Insel und keine Ahnung, die kommen immer wieder zum gleichen Spot zurück. Aber ein paar Infos zu den ganzen Vögeln gebe ich euch noch im Laufe des Videos mit, wo ihr sie am besten findet und wie ihr sie auch perfekt fotografieren könnt und was es hier sonst noch alles zu beachten gibt. Also, ich mache jetzt erstmal los und schaue mir das alles an. Ich will euch ja heute in dem Video einfach ein paar Infos mitgeben, wie ihr die Vögel hier auf der Insel Runde in Norwegen zu sehen bekommt und sie auch erfolgreich fotografieren könnt. Ja, die Papageientaucher sind kleine Seevögel, die mich irgendwie ein bisschen an Pinguine erinnern, so wie sie so lustig watscheln und auch ihr Schnabel mit ihrem weiß-schwarzen Gefieder. Finde ich, sieht schon sehr ähnlich aus, oder? Die Puffins leben von Ende August bis Anfang April einfach auf dem offenen Meer, so 7 Monate im Jahr, einfach kein Land in Sicht und kommen nur zum Brüten wirklich ans Festland. Wo sie die Zeit auf dem offenen Meer verbringen, ist bis heute tatsächlich nicht ganz klar. Also irgendwie total faszinierend, oder? Leute, es ist wirklich ein voller Erfolg gewesen heute. Die Sonne ist gerade erst untergegangen, wir haben schon nach 23 Uhr und es wird auch einfach in der Nacht nicht mehr richtig dunkel. Es ist wirklich geil, ich lieb's. Ja, jetzt mache ich mich auf dem Rückweg. Ich habe noch ca. 45 Minuten vor mir, bis ich wieder beim Auto bin. Und genieße einfach noch hier die Landschaft. Der Mond ist gerade aufgegangen und es ist einfach einzigartig, wirklich einmalig. Die Puffins kommen hier zum Brüten auf diese eine spezielle Insel Norwegen und sind aber wirklich nur auf einem Felsen auf dieser Insel anzutreffen. Es gibt sie noch etwas weiter nördlich in Norwegen, auf irgendeiner Insel, wirklich wie gesagt weit, weit im Norden. Und dann gibt es sie auch noch in England und Island. Aber wie gesagt, hier soll es ja um die Inselrunde in Norwegen gehen. Die beste Zeit, um sie zu sehen, ist so der Mai und Juni. Ihr findet sie aber auch im April und August dort, also oder auch im Juli. Ist kein Thema, aber so Mai, Juni ist perfekt, denn im Mai fangen sie an, ihre Nester zu bauen und im Juni sind dann die Küken geschlüpft. Also da füttern sie die Küken und bringen ihnen ja diese ganzen Fische in ihrem Schnabel. Das ist sicherlich auch cool zu sehen, aber bei mir halt jetzt noch nicht so.
um den Fisch zu fangen, tauchen diese Vögel tatsächlich bis zu 70 Meter tief in das Wasser rein. Also finde ich total faszinierend, oder? Das sind halt Seevögel und sie sind dafür gemacht, im Meer zu leben. Und ja, einfach wirklich faszinierend. Also hätte ich nicht erwartet, oder? Wenn wir gerade schon einmal dabei sind, Facts rauszuhauen, dann machen wir gleich weiter damit. So ein Vogel wird im Durchschnitt 20 Jahre alt, was ich echt beachtlich finde, dafür, dass er so klein ist. Ja, und er braucht ca. 100 Gramm Fisch pro Tag. Das kommt mir tatsächlich relativ wenig vor. Ja gut, liegt halt wahrscheinlich an seiner Größe. Also wirklich, das ist wieder der Wahnsinn. Sind wir direkt hier und ein, zwei Meter neben mir. Ja, Wildlife-Fotografie oder Vogelfotografie ist wirklich anspruchsvoll. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber ihr habt Glück auf der Inselrunde. Die Puffins machen es einem wirklich recht leicht. Sie kommen teilweise wirklich bis auf ein oder zwei Meter nah ran, sodass ihr selbst, ja, zur Not auch mit dem Handy ein halbwegs anständiges Bild hinbekommt. Wenn ihr aber eine Kamera habt mit Wechselobjektiven, nehmt sie auf jeden Fall mit. Dort kann man schon anständige, schöne Bilder machen. Ich habe jetzt für die Puffins hier ein 70 bis 210 mm Objektiv verwendet. Das ist jetzt hier so ein Tamron-Ding. Es ist wirklich ein günstiges Teleobjektiv, hat aber dafür gut funktioniert, um die Puffins zu fotografieren. Wenn sie wirklich auf ja, 1-2 Meter nah ran sind, dann bekommt ihr hier mit etwas weniger als in 200 mm schon wirklich so einen Vogel voll flächig, sagt man da so, auf das Bild drauf. Ja, das hat also bei mir einwandfrei funktioniert. Natürlich auf einer Vollformatkamera. Wenn ihr eine APS-C-Kamera habt, also mit kleinerem Sensor, dann habt ihr natürlich dementsprechend auch mehr Brennweite. Also bekommt sie näher ran. Wenn ihr noch ein längeres Objektiv habt, würde ich das schon empfehlen mitzunehmen. Aber so ein 70 bis 200 mm Objektiv ist für die Puffins wirklich perfekt. Ja, ich habe mit zwei Kameras dort fotografiert, mit der ich gerade filme, und dann halt mit meiner zweiten Z6, mit meiner Nikon Z6 und dem Tamron 70 bis 210. Man kann sogar, obwohl das nur ein Blende 4 Objektiv ist, damit super geil die Puffins freistellen. Also denkt man wirklich nicht, aber dadurch, dass sie halt wirklich so nah rankommen, ja, wirkt halt der, nennen wir es Parallaxeneffekt oder so, also der Abstand zwischen Motiv und Objektiv ist halt sehr kurz und dadurch verschwimmt der Hintergrund einfach viel, viel stärker. Schon bei einer Blende 4 sieht wirklich super schön weich gezeichnet aus. Das ist cool. Zwei Kameras vor Ort sind insofern gut, dass ihr vor Ort das Objektiv nicht wechseln müsst, denn es ist dort, wie gesagt, relativ windig und ja, kommt auf jeden Fall recht schnell Staub auf die Kamera. Ein weitwinkligeres Objektiv ist auf jeden Fall ganz cool, wenn ihr ein bisschen mehr Strömung einfangen wollt. Besonders cool sieht es aus, wenn die Sonne gerade am Untergehen ist und die Vögel gerade ihre Runden ziehen, um zu landen, denn sie sind wirklich ein bisschen tollpatschig. Sie brauchen ungefähr ja, 3 bis 4 Anläufe, bis sie wirklich landen können. Also die kleinen Flügel sind nicht dazu gemacht, um wirklich zu fliegen, sondern die sind halt dafür gemacht, um zu tauchen, um auf dem Meer zu leben. Und ja, dementsprechend tollpatschig sehen sie auch aus. Und brauchen 3-4 Anläufe. Was cool ist, wenn ihr einen Vogel beobachtet, ja, wisst ihr ganz genau, ja, der braucht jetzt 2, 3, 4 Anläufe und dann landet er. Und die ziehen dann so Kreise wirklich in großen Scharen, zu Hunderten oder gar Tausenden, ziehen sie ihre Kreise, bis sie landen. Und wenn die Sonne tief steht, das wollte ich ja eigentlich sagen, dann werden sie so schön angestrahlt. Und dadurch, dass sie vorne so eine weiße Brust haben, sieht das total cool aus. Also wirklich wie so, ja, das sieht so ein bisschen gelblich aus. Macht einfach sowas her. Also ist schon cool, sowas zu betrachten. Es gibt auf der Inselrunde wirklich nur diesen einen Spot quasi, wo man den Ausblick auf die Puffins hat. Ein Felsvorsprung weiter sind schon andere Vögel. Also die Inselrunde ist eine Vogelinsel. Da gibt es noch verdammt viele andere Vögel, auch Seeadler und so weiter. Ich habe mich jetzt nur für die Puffins interessiert. Aber wenn ihr an Vogelfotografie interessiert seid, seid ihr dort genau richtig. Seht ihr auch noch ein bisschen was anderes. Ja, was ganz interessant ist beim Verhalten der Puffins, sie kommen erst abends 20 Uhr, so circa 19, 20 Uhr, langsam wieder vom offenen Meer zurück, jetzt hier im Mai, um ihr Nest weiterzubauen. Tagsüber sind sie einfach auf einem offenen Meer, da braucht ihr auch nicht hingehen, da findet ihr keine Vögel, die kommen erst abends zurück. Im Juni, wenn dann die Küken geschlüpft sind, dann hat man mir erzählt, dass sie wohl auch den ganzen Tag hin und her fliegen. Da ist wirklich viel, viel mehr los. Und das Coole ist dann, dass ihr sogar diese Vögel mit so einem Fisch im Schnabel sehen könnt. Die fangen so Sandaale, heißen die, glaube ich. Die sind so ein bisschen transparent und das sieht schon cool aus, wenn die da so aus diesem Schnabel raushängen. War bei mir jetzt im Mai jetzt noch nicht so. Aber wenn ihr da im Juni seid,
dann habt ihr auch die Gelegenheit, das zu sehen. Wobei es dort im Juni dementsprechend auch sehr, sehr voll sein soll, also super viele Touristen. Das ist jetzt keine riesige Fläche. Das war jetzt bei mir schon wirklich teilweise sehr voll. Die Leute sind da meistens nicht den ganzen Abend geblieben. Wenn er bis zum Sonnenuntergang wartet, der ist dort jetzt im Mai erst, ich meine, kurz vor 23 Uhr gewesen. Da sind die meisten Leute tatsächlich schon im Bett, aber dann ist das Licht perfekt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Sonnenuntergang. Und ja, ist einfach toll dann auch, da über die Wanderung, über den Weg wieder zurückzulaufen zum Stellplatz. Macht was her. Die Inselrunde ist wirklich nicht groß und dementsprechend gibt es auch nicht viele Stellplätze, wo ihr übernachten könnt, wenn ihr mit einem Camper unterwegs seid. Es gibt eigentlich nur einen Stellplatz, wo ihr freistehen könnt und einen Campingplatz. Der Stellplatz, wo ihr freistehen könnt, den zeige ich euch hier nochmal auf der Karte, findet ihr auch bei Park4Night. Wenn ihr über die Insel auf die Brücke fahrt, nehmt ihr einfach gleich den ersten Schotterweg, der links abgeht an der Küste entlang. Und das ist so eine größere Fläche. Der ist nicht besonders eben, also ein bisschen schief, aber ist in Ordnung, dafür dort mal ein paar Nächte zu stehen. Und kann auch sehr windig sein, also checkt vorher auf jeden Fall mal den Wetterbericht, aus welcher Richtung auch der Wind kommt und ja, wie stark er ist. Kann ein bisschen nervig sein im Camper. Genau, wenn ihr auf den Campingplatz wollt oder müsst, wie auch immer, der Campingplatzbetreiber, habe ich mir sagen lassen, soll wohl auch sehr, sehr viel über die Puffins wissen. Und ja, letzten Endes erzählt er euch aber eigentlich nur, was ich von anderen gehört habe, die auf dem Campingplatz waren, dass ihr da erst abends hingehen müsst und wo ihr hingehen müsst. Da hat er vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen. So im Groben erzählt euch der Campingplatzbetreiber, was ich euch erzählt habe. Also nur deshalb würde ich jetzt nicht auf den Campingplatz gehen. Ja, wenn ihr frei steht und dort trotzdem eine Dusche haben wollt auf der Insel, dann fahrt ihr auf der einzigen Straße, die es da gibt, ein Stück Richtung Norden, Richtung Campingplatz. Dann kommt auf der linken Seite das Tourismuscenter. Das sieht recht modern aus. Da geht ihr einfach kurz rein oder ihr müsst nicht mal reingehen. Ihr geht um die Ecke draußen und die Toiletten sind 24/7 offen und da gibt es auch Duschen. Für die Dusche werft ihr einfach 10 Nock ein, also 1 Euro und dann, es waren glaube ich 3 Minuten warmes Wasser, also ihr braucht ungefähr 3-4 Euro, um dort ja, warm duschen zu können. Kaltes Wasser kommt auch immer raus, also wenn ihr hart im Nehmen seid, dann müsst ihr auch gar nichts dafür bezahlen. War wirklich sehr sauber bei mir, also kann man schon mal vorbeischauen. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, wie findet ihr die Puffins? Die sind ja wirklich nur an diesem einen einzigen Felsvorsprung anzufinden. Letzten Endes, die Insel ist nicht groß und eigentlich schon alle Wege dorthin, mehr oder weniger. Wenn ihr auf dem freien Platz steht, dann habt ihr ungefähr, ja, ich sag mal so, ja, etwas weniger als eine Stunde, also vielleicht so eine Stunde hin und 45 Minuten zurück, weil es am Berg abgeht, bis zu dem Platz. Ist wirklich ein schöner Wanderweg, auch an ein, zwei Wasserfällen vorbei. Sieht cool aus, lohnt sich da mal lang zu gehen. Der Weg vom Campingplatz aus ist ein bisschen kürzer. Da gibt es auch noch einen Parkplatz neben dem Campingplatz, aber da dürft ihr nicht übernachten. Und von diesem Parkplatz aus ist der Weg zu den Puffins, zu dem Aussichtspunkt, ein bisschen kürzer. Das sind dort wohl so circa 30 Minuten. Und ich zeige euch hier nochmal auf der Karte, verzeichnet, wo ihr die Puffins findet. Aber wie gesagt, wenn ihr vor Ort seid, führen eigentlich alle Wege dorthin. Könnt ihr euch quasi nicht verlaufen. Und folgt einfach den Menschen, denn ja, abends ist da eigentlich immer was los. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Also ich hoffe, dass ihr auf Runde Erfolg habt und die Puffins sichtet. Das ist wirklich, wirklich cool, die zu sehen. Ich mag die kleinen Tierchen sehr und wünsche euch ganz viel Spaß dort. Wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen geholfen hat bei eurer Planung für euren Ausflug nach Runde, dann lasst mir gerne ein Like auf dem Video da. Und wenn euch noch mehr Content von Norwegen interessiert, schaut auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es schon ein paar Videos zu generellen Reisetipps und auch was circa einen Monat Camping hier in Norwegen kostet. Also, lasst ein Abo da und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.